Hallo, heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikation NTG aus dem Herbst 2012 und rechnen möchte ich die Aufgabe 2. Aufgabe 2 befasst sich mit einer Kugel aus Aluminium, die eine Temperaturänderung erfährt. Und da ist die Frage danach, wie groß das Volumen wird und das in Abhängigkeit der Temperatur 20 bzw. 80 Grad. Wir machen uns wieder eine kleine Skizze und versuchen, das Problem optisch zu visualisieren. Eine Kugel bei Theta 1 gleich 20 Grad Celsius hat ein bestimmtes Volumen, das wir nicht kennen, wissen aber, dass der Durchmesser dieser Kugel 5 mm ist. Die Breite ist gegeben. Der Längenausdehnungskoeffizient Alpha. Alpha sind 4 Nullen. Nach dem Komma und dann 2, 3, 8, 1 pro Kelvin. Wir erinnern uns sofort zurück, wenn sich ein Körper, ein fester Körper ausdehnt, so wird er sich sozusagen in allen Raumachsen gleichermaßen ausdehnen. Bei flüssigen Körpern ist es nun so, dass Alpha kein Längenausdehnungskoeffizient, sondern ein Volumenausdehnungskoeffizient ist und das ist zunächst mal zu unterscheiden, wenn es sich um feste oder flüssige oder vielleicht sogar gasförmige Stoffe handelt. Also, dieses Material ist Aluminium, also insofern überhaupt kein Problem. Bekannt ist also fester Werkstoff. Gesucht ist das Volumen bei 20 Grad, also A. Das Volumen bei Theta 1. Die Formel dafür finden wir sofort in der Formelsammlung und wir beginnen die Lösung. Zu A. Das Volumen einer Kugel berechnet sich ganz allgemein d hoch 3 Pi geteilt durch 6. Gott sei Dank fragen die uns nicht, wie diese Formel entsteht, sondern wir bekommen sie so geliefert. Und wir werden also die Zahlen dort einsetzen. Und ich überlege kurz, in welchen Größen wir hier arbeiten, Millimeter oder Zentimeter. Aber wenn wir in Millimetern bleiben, dann würde das heißen 5 hoch 3 Millimeter hoch 3. Mal Pi geteilt durch 6 und dann sehen wir hier schon, dass entsprechend dort Kubikmillimeter dabei herauskommen und in unserem Fall wären das dann 65,45 Millimeter hoch 3. Damit haben wir die erste Aufgabe abgearbeitet und dafür gibt es immerhin 4 Punkte. Das ist schnell verdientes Geld. Dann schauen wir uns das zu B an. Aber die Frage kennen wir noch gar nicht. B sucht gewissermaßen das Volumen bei der Kugel, wenn diese 80 Grad Celsius hat. Also, wir suchen das Volumen V bei Theta 2 und Theta 2 sind 80 Grad Celsius. Wir bekommen, und das ist etwas, was eigentlich ein bisschen unbefriedigend ist, zunächst nur das Delta V heraus. Das ist die Volumenänderung, die diese Kugel sozusagen erfährt. Und das heißt nichts anderes als das Anfangsvolumen mal der Temperaturänderung. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass letztlich nicht der Längenausdehnungskoeffizient Alpha
Aluminium alleine steht, sondern vielmehr, dass der natürlich in allen drei Raumachsen wirksam ist. Das soll heißen, ein Würfel würde sich in allen Raumachsen ausdehnen und dementsprechend dreimal so viel Ausdehnung haben. Und daher kommt der Faktor 3, den man bei Volumen auf gar keinen Fall vergessen darf. Bei einer Fläche im Übrigen ist das natürlich der Faktor 2. Also, dieses hier wäre Faktor 2 bei einer Fläche. Naja, bei einer, die 3 war für das Volumen. Und wenn da eine 1 steht, dann ist das nur die einfache Länge. Okay, das habe ich nun verstanden. Ich berechne mir das Delta V. Und das Delta V ist dann nichts anderes als Anfangsvolumen. Das wären unsere 65,45 Kubikmillimeter. Mal der Temperaturänderung. Naja, wenn ich mir Theta 2 hinschreibe und sage 80 Grad Celsius, dann ist das Delta Theta. Nichts anderes als Endtemperatur minus Anfangstemperatur. Und das wären bei uns 80 minus 20, also 60 Kelvin, und zwar plus, darum geht es ja immer, dass letztlich das entsprechende Vorzeichen auch irgendwie ein bisschen stimmt. Wenn das zu kompliziert wird, einfach die Beträge nehmen und überlegen, ob größer oder kleiner, und dann kommt man auch zum richtigen Ziel. Mal 60 Kelvin mal 3 und der Ausdehnungskoeffizient 0,000238 durch Kelvin. Naja, wir sehen, Kelvin kürzt sich hier hervorragend raus und wir bekommen sozusagen eine Volumenänderung dabei heraus, die immerhin 0,28 mm Kubik beträgt. Das wäre natürlich nur die Änderung. Gefragt ist aber nach dem Gesamtvolumen, so dass man sich letztlich dann natürlich V, das Volumen, bei Theta 2 gleich 80 Grad, so kann man sich das manchmal auch hinschreiben, dann versteht man auch sofort, worüber man hier spricht, wäre also nichts anderes als das Volumen bei Theta 1 gleich 20 Grad Celsius plus Delta V. Wenn man das dann also ganz brutal hier weiterspinnt, dann müsste man schreiben bei Delta Theta gleich 60 Kelvin. Naja, und wenn wir diese Zahlen hier einsetzen nun endlich mal, dann wären das 65,45 Kubikmillimeter plus 0,28 Kubikmillimeter und wir bekommen dann das entsprechende Ergebnis aus der Musterlösung in Übereinstimmung zu 65,73 Kubikmillimeter. Also V Theta 2 gleich 80 Grad wäre dann unser Ergebnis B. Ja, mehr gibt die Aufgabe nicht her. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.